In diesem Video erfährst du alles über Bellatrix Lestrange und einige spannende Theorien dazu. Viel Spaß! Wie und warum hatten Voldemort und Bellatrix Lestrange ein Kind zusammen? Im heutigen Video geht es um Voldemort, Bellatrix, ihre ungewöhnliche Familiendynamik und ihre Tochter. Das ist richtig, ihr habt richtig gehört, ihre Tochter. Für denjenigen, der es nicht wusste, im verfluchten Kind wird enthüllt, dass Bellatrix und Voldemort zu einem bestimmten Zeitpunkt ein eigenes Kind gezeugt haben, Delphini. Das Interessante daran ist jedoch, dass dies tatsächlich während der ursprünglichen Harry Potter Geschichte geschehen ist, bevor Bellatrix durch Molly Weasleys Zauber ihr Schicksal erleidet. In diesem Video möchte ich das alles aufschlüsseln und erklären, wie es passiert ist, warum es passiert ist und wann es passiert ist. Bevor wir loslegen, ich weiß, dass das verfluchte Kind nicht gerade sehr beliebt ist. Es wird als die achte Geschichte vermarktet, eine Fortsetzung, die den Kindern der Figuren folgt, die in der Harry Potter Saga gezeigt werden. Die Geschehnisse in dem verfluchten Kind spielen 19 Jahre nach den Ereignissen in den Heiligtümern des Todes und folgen Harry Potter, der jetzt Leiter der Abteilung für magische Strafverfolgung im Zaubereiministerium ist, und seinem jüngsten Sohn Albus Potter, der gerade dabei ist, seine eigene Reise in Hogwarts anzutreten. Das verfluchte Kind wurde jedoch nicht verfilmt, sondern als zweiteiliges Theaterstück vorgestellt und nicht als Spielfilm. Das Theaterstück wird von Harry Potter Fans vor allem wegen seiner offensichtlichen Missachtung des traditionellen Harry Potter Kanons kritisch beäugt. Rowling hat selber zwar bekräftigt, dass das Stück als Teil des Kanons akzeptiert werden sollte, aber die meisten Fans sind damit nicht einverstanden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens wirft die Handlung unsere Vorstellung vom traditionellen Harry Potter Universum über den Haufen. Die Vorstellung, dass Voldemort ein Kind haben könnte, obwohl er völlig emotionslos geboren wurde, ist nur ein Beispiel für etwas, das in das verfluchte Kind nicht gut bei den Fans ankam. Das nächste große Problem für die meisten Fans ist, dass Rowling das Stück nicht allein geschrieben hat. Und da andere Leute Einfluss darauf hatten, wie das Stück und die Geschichte ausfallen würde, scheint es unter den Fans allgemeiner Konsens zu sein, dass es nicht wirklich ein Kanon sein kann. Auf dem Titelblatt steht ganz klar zu lesen: basierend auf einer Originalgeschichte. Aber lassen wir uns für einen Moment auf die Version des Kanons ein, die durch das verfluchte Kind eingeführt wurde, und auf die absurde Vorstellung, dass Voldemort ohne Emotion und soziale Umgangsform möglichst ein Kind mit seiner rechten Hand und der in der Zaubererwelt ansässigen Bellatrix Lestrange zeugen konnte. Die Empfängnis von Delphini, Voldemorts und Bellatrix Tochter, fand irgendwann Mitte bis Ende der 1990er Jahre heimlich im Herrenhaus der Malfoys statt. Das bedeutet natürlich, dass ihre Geburt mit den Ereignissen der Originalbücher zusammenfiel. Wir hatten leider noch nie einen Hinweis darauf. Außerdem wurde Delphini, die in das verfluchte Kind auch Delphi genannt wird, die einzige bekannte lebende Erbin von Salazar Slytherin, nachdem Voldemort 1998 in der Schlacht von Hogwarts starb. Ihre Geburt wurde von ihren Eltern geheim gehalten, weil sie befürchteten, dass ihr berüchtigter Ruf sie in Gefahr bringen würde, insbesondere im Falle ihres Todes. Es ist nicht bekannt, wie ihre Beziehung zu ihren Eltern war oder was sie für sie empfanden, da beide starben, als sie noch ein Baby war. Aber sie hat dennoch viele Eigenschaften von beiden geerbt. Je älter sie wurde, desto grausamer, sadistischer, gewalttätiger, rücksichtsloser, obsessiver, manipulativer, gerissener, charismatischer und intelligenter wurde sie. Und die Liste ließe sich fortsetzen. Ihre kalkulierte, entschlossene und vor allem rücksichtslose Art führte dazu, dass sie schließlich einen Mord beging. Sie ermordete Craig Broker Jr., einen Mitschüler an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Die Tat brachte sie schnell ins Gefängnis von Azkaban und bewies, dass sie wirklich nach ihrer Mutter und ihrem Vater kam. Außerdem war sie jähzornig und verlor leicht die Kontrolle, wenn die Dinge schief liefen. Eine weitere Eigenschaft, die sie von ihrer Mutter und ihrem Vater geerbt hatte. Wir werden später noch einmal auf Delphis Geschichte zurückkommen, aber zunächst möchte ich mir die Gründe ansehen, warum Bellatrix und Voldemort überhaupt ein Kind wollten, geschweige denn wie. Schauen wir uns mal ihre Beweggründe an.
Bellatrix Lestrange war eine der meistgefürchtetsten Hexen in der Zaubererwelt. Ihr angsteinflößender Name und ihr blutrünstiger Ruf waren wohlverdient, und sie war dafür bekannt, dass sie viele Hexen und Zauberer ermordet und gefoltert hat. Doch abgesehen von diesem beeindruckenden Lebenslauf war Bellatrix Lestrange in erster Linie Voldemorts treueste Anhängerin, eine, die ihm bedingungslos und ohne etwas in Frage zu stellen folgte. Wenn Voldemort also ein Kind von Bellatrix gewollt hätte, wäre sie sicher mehr als bereit gewesen, ihm zu gehorchen. Er war ihr Meister und ich denke, es wäre eine Ehre für sie gewesen, ein Kind mit ihm zu zeugen, ob sie es nun wollte oder nicht. Voldemort hingegen ist ein bisschen komplizierter. Voldemort ist vielleicht der am meisten gefürchtete dunkle Zauberer aller Zeiten. So sehr gefürchtet, dass die meisten Zauberer Angst hatten, seinen Namen auszusprechen. Voldemort erlangte eine Macht, von der andere nur träumen können, und er war ein intelligenter, gerissener und manipulativer Mann, der auf dem Höhepunkt seiner Macht eine Schar von Anhängern um sich scharte. Obwohl er den Anschein erweckte, sich um seine Anhänger zu kümmern, war dies nicht der Fall, denn Voldemort kümmerte sich wirklich um niemanden. Er hatte keinerlei Verständnis für Empathie und benutzte die Menschen um ihn herum einfach nur, um sein Ziel der Macht schneller zu erreichen. Einer der Gründe für Voldemorts Unfähigkeit, Dinge wie Liebe zu empfinden, lag darin, dass er selbst ohne Liebe gezeugt wurde. Voldemorts Mutter benutzte einen Liebestrank für seinen Vater Tom Riddle Senior und zwang ihn so zu einer Beziehung mit ihr. Aus diesem Grund wurde Voldemort mit einem Fluch belegt, der es ihm unmöglich machte, selbst Liebe zu empfinden. Einige Leute haben Delphinis Geburt als Beweis für Voldemorts Fähigkeit, Liebe zu empfinden, angesehen. Aber ich denke, sie liegen damit völlig falsch. Ich glaube nicht, dass Voldemort sich um Bellatrix sorgte oder sie gar liebte. Er sah die Geburt einfach nur aus einer eher logischen Perspektive. Voldemort war arrogant und glaubte, dass er wahrscheinlich ewig leben könnte. Aber es schadet natürlich nicht, einen Ersatzplan zu haben, um die Linie von Salazar Slytherin fortzusetzen, falls er sterben sollte. Und wie könnte man einen Thronfolger für Slytherin besser sicherstellen als durch die Fortpflanzung mit seiner mächtigen rechten Hand? Das ist also meine Theorie, warum Voldemort einfach nur seine Blutlinie fortsetzen wollte, obwohl ihn das Gebären und Aufziehen eines Kindes überhaupt nicht interessierte. Der Gedanke, dass sein mächtiges Geschlecht ausstirbt, wäre für den dunklen Lord ein verhängnisvoller Gedanke gewesen. An dieser Stelle wird es allerdings ein wenig skandalös, denn Bellatrix Lestrange war keine Single-Frau. Delphinis Mutter war eine verheiratete Frau und nicht mit Voldemort. Richtig, Bellatrix Lestrange wurde als Bellatrix Black geboren und in die Familie Lestrange eingeheiratet, als sie Rodolphus Lestrange heiratete, einen Todesser-Kollegen und Diener von Lord Voldemort. Wusste Rodolphus von all dem? Ich denke schon, aber ich glaube nicht, dass er etwas dagegen hatte, denn die Beziehung von Bellatrix und Rodolphus war schon fast politisch. Sie waren beide Reinblüter, die aus übergeordneten Familien stammten und hauptsächlich aus diesem Grund zusammenkamen. Dass Bellatrix Aufmerksamkeit auf Voldemort gelenkt wurde, bedeutete nur, dass Rodolphus seinen Geschäften ohne weitere Ablenkung oder Verantwortlichkeiten nachgehen konnte. Dass Bellatrix auserwählt wurde, mit dem dunklen Lord selbst Nachwuchs zu zeugen, war für ihn wahrscheinlich sogar eher eine Quelle des Stolzes. Er war in erster Linie ein Gefolgsmann von Lord Voldemort und erst in zweiter Linie ein Ehemann für Bellatrix. Nach der Schlacht von Hogwarts waren sowohl Voldemort als auch Bellatrix tot, aber Rodolphus überlebte und wurde anschließend nach Azkaban geschickt. Interessanterweise war es tatsächlich Rodolphus, Delphinis Stiefvater, der sie über ihr Erbe aufklärte, da es sonst niemanden gab, der dies hätte tun können. Das erklärt das Wie. Warum Bellatrix Lestrange verzweifelt ihre Nichte Tonks töten wollte. In diesem Video sprechen wir über Bellatrix Lestrange, ihre geistige Verwirrung und ihre Instabilität. Die Frau war eine absolut verrückte Frau und um dieses Thema zu verstehen, muss ich das noch einmal extra betonen. Bellatrix war eine Fanatikerin des reinen Blutes und betrachtete jeden, der nicht derselben Ansicht war, als nichts weiter als Schmutz. Und das war auch kein Geheimnis. Es ist auch kein Geheimnis, dass sie ihre eigene Nichte Tonks in der Schlacht von Hogwarts tötete. Aber warum eigentlich?
Ihre Wege kreuzten sich definitiv in der Schlacht von Hogwarts, nur dass sich die Wege nicht zufällig in der Schlacht gekreuzt haben. Bellatrix suchte aktiv den Kampf mit Nymphedora und verfolgte sie. Sie versuchte sogar sehr verzweifelt, ihr Leben zu beenden. Aber die Frage ist, warum wollte Bellatrix Lestrange Tonks so sehr töten, ihre eigene Nichte? Das besprechen wir jetzt. Fangen wir doch bei Bellatrix an. Bellatrix Denkweise kommt bereits aus ihren jungen Jahren, als sie in die Familie Black reingeboren wurde und von ihrer Familie dazu erzogen wurde, reinblütige Leute zu bevorzugen. Ihre ganze Familie wurde nach dem Glauben aufgezogen. Allerdings gab es einige Parteien in ihrer Familie, die sich weigerten, dieser Denkweise nachzugehen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist ihr Cousin Sirius Black, der verstoßen und verleugnet wurde, weil er anders dachte. Bei Bellatrix Schwester Andromeda war es genau dasselbe wie bei Sirius Black. Bellatrix hingegen mochte den Lebensstil der reinblütigen Familie und glaubte an das, was ihr gesagt wurde. Später in ihrem Leben heiratete sie Rudolphus Lestrange, einen Mann, den sie nicht liebte, um die jahrhundertelange Tradition des Reinblutes aufrechtzuerhalten. Doch das war Bellatrix noch nicht genug. Sie wollte etwas bewirken und so hörte sie von dem dunklen Zauberer Lord Voldemort. Bellatrix fühlte sich vom ersten Moment an zu ihm hingezogen und zu den Veränderungen, die er vornehmen wollte. An diesem Punkt entwickelt Bellatrix ein starkes Interesse an Voldemort und seinen Machenschaften. Das ist an dem Punkt sehr, sehr wichtig zu verstehen. Bellatrix ist an diesem Punkt nicht mehr, was man einen psychisch gesunden Menschen nennen kann. Sie war das komplette Gegenteil. Sie hatte eine obsessive und instabile Persönlichkeit, die sich in ihrem Charakter widerspiegelte. Sie geht anders mit Dingen um und sieht alles anders als andere Leute. Man könnte sagen, intensiver und viel extremer. Wir müssen verstehen, wie sie sich fühlt und wie ihre Einstellung zur bestimmten Situation oder dieser Situation gerade mit ihrer Nichte im Besonderen zustande kommt. Zu diesem Zeitpunkt schließt sie sich Voldemort an und wird eine Todesserin auf der dunklen Seite der Zauberei. Voldemort strahlt eine große Dominanz gegenüber jedem aus, dem er begegnet und ebenfalls gegenüber Bellatrix. Während die meisten Leute Furcht empfinden, empfindet Bellatrix eine Anziehung und ist loyal und treu gegenüber ihrem Meister. Sie verliebt sich in ihn und an diesem Punkt nimmt das Ganze eine dunkle Wendung, denn jetzt ist sie bereit, Menschen zu verletzen, zu foltern und auch zu töten. Mit ihrer Mentalität hatte Voldemort eine sehr mächtige Waffe dazugewonnen, denn Bellatrix war sogar bereit, ihr eigenes Leben für ihren Meister zu opfern, wenn es darauf ankommen würde. Springen wir ein bisschen weiter in der Geschichte. Bellatrix wartet 14 Jahre lang in Azkaban auf seine Rückkehr. Sie wartete dort 14 Jahre lang mit den Dementoren unter den schlimmsten Bedingungen, weil sie einfach davon überzeugt war, dass er an einem bestimmten Punkt zurückkehren würde. Alles, was Voldemort sagte, wurde getan, egal worum es ging. Wenn wir auf Bellatrix' Familie eingehen, wissen wir, dass Bellatrix selber für einen kurzen Moment ihre Familie liebte, ihre beiden Schwestern, Narzissa und Andromeda besonders. Sie standen sich in ihrer Kindheit sehr nahe, als sie aufwuchsen, und alle drei wollten auch ihre Familie aufrechterhalten. Bellatrix heiratete Rudolphus, den sie nicht liebte, Narzissa hatte das Glück, in Liebe zu heiraten und einen reinblütigen Zauberer dazu, Lucius Malfoy, Andromeda jedoch heiratete den Muggelgeborenen Ted Tonks. Andromeda wurde seinetwegen von ihrer Familie verstoßen. Und die Familie Tonks wurde nie in den Familienstammbaum der Blacks aufgenommen. Andromedas Einstellung stand gegen alles, für das Voldemort stand, und damit konnte Bellatrix nicht gut umgehen. Ihre Loyalität zu ihrem Meister Lord Voldemort war zu groß geworden und daher überschattete das ihre Liebe zu ihrer Schwester Andromeda. Andromeda beging ihrer Meinung nach die größte Sünde, als sie Ted Tonks heiratete und ein Kind mit ihm bekam. Es ist ganz klar, dass Voldemort eine Abneigung gegen Halbblüter und Muggel hatte und ebenfalls gegen viele Kreaturen wie Werwölfe, die seiner Meinung nach unter ihm standen. Und das, obwohl er Fenrir Greyback für mehrere Missionen in der Zaubererwelt einsetzte und benutzte. Aber er hatte es Fenrir zum Beispiel nie erlaubt, ein Todesser zu werden. Er hätte auch Fenrir ziemlich sicher nach Ende des Krieges getötet, um ihn loszuwerden. Aber egal, der Punkt dieser Aussage ist es, die Tatsache hervorzuheben, dass Voldemort nur tat, was er tun musste, um die Zahl seiner Anhänger zu erhöhen. Aber wie gesagt, Ted Tonks und Andromeda bekamen ein Kind und dieses Kind war die Nichte von Bellatrix. Dieses Kind heiratete dann den Werwolf Remus Lupin und zeugte ein Kind mit ihm. Dies entging Voldemorts Ohren natürlich nicht und über diese Situation machte sich Voldemort vor Bellatrix lustig und demütigte sie. Er fragte sie, ob sie stolz auf ihre Nichte sei. Er wollte sie dafür demütigen, dass sie bei der Prophezeiung versagt hat. Sie hat mit Lucius Malfoy versagt, die Prophezeiung zu besorgen und das war ihre Strafe.
Er hat sie beschämt, da sie nicht fähig war, ihre unterlegenen Gegner zu überwältigen. Das machte sie ebenfalls extrem wütend, aber nicht auf ihren Meister, sondern auf ihre unwürdigen Blutsverwandten. Es war nicht sein Fehler gegenüber ihr, sondern ihr Fehlverhalten, indem sie versagte und gegen ihre unwürdigen Verwandten verlor. Sie fühlte sich schlecht, weil sie ihn so enttäuscht hatte, und machte es sich daraufhin zur Aufgabe, diese unwürdigen Teile ihrer Familie auszulöschen. Sie wollte ihre Nichte töten, um ihre Schwester damit zu bestrafen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Bellatrix die Tatsache nicht verarbeiten konnte, dass Voldemort von ihr enttäuscht war und dass er dachte, sie wäre für ihre Misserfolge verantwortlich. Außerdem, dass sie faul war. Sie hatte so eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, dass sie dachte, sie müsse das wieder gut machen, und der perfekte Zeitpunkt ergab sich in der Schlacht von Hogwarts, als sie ihre Nichte sah. Sie tötete sie. Um Lord Voldemort nicht noch mehr zu verärgern, verfolgte sie sogar Ginny Weasley, um sie zu töten, und das ging, wie wir alle wissen, ziemlich schlecht für sie aus. Warum hat Bellatrix Lestrange sich eigentlich nicht selber einen Horcrux erschaffen? Im heutigen Video werden wir über Voldemort, Bellatrix Lestrange und Horcruxe sprechen. Ein Horcrux entsteht, wenn ein Zauberer einen Gegenstand nimmt und ein Stück seiner Seele daran bindet. Der Zweck ist natürlich die Unsterblichkeit, und die Logik dahinter ist, dass man niemals wirklich sterben kann, solange der Teil seiner Seele in dem Gegenstand überlebt. Diese Magie ist so dunkel und so abscheulich, dass sie von den meisten Zauberern geheim gehalten wurde. Trotz zahlreicher Versuche gibt es nur zwei bekannte Zauberer, die herausgefunden haben, wie man einen Horcrux herstellt. Ein altgriechischer dunkler Zauberer namens Herpo der Faule, der einen einzigen Horcrux erschuf, und natürlich Lord Voldemort, der den Zauber in- und auswendig beherrschte und 7 Horcruxe erschuf. Aber was ich mich schon immer gefragt habe ist, warum sind die Todesser nicht in Voldemorts Fußstapfen getreten und haben sich selbst Horcruxe hergestellt? Sicherlich hätte Voldemort jemandem wie Bellatrix das Wissen anvertraut, wie man einen erschafft, oder nicht? Die Todesser sind radikale Reinblüter, die ohne Reue unverzeihliche Flüche aussprechen und Muggel, Halbblüter und Blutsverräter gleichermaßen foltern und ermorden. Todesser ermorden wahllos Menschen, also ist es nicht unvernünftig zu erwarten, dass sie bereit wären zu morden, um die Unsterblichkeit zu erlangen. Außerdem waren die Todesser wild entschlossen, reine magische Blutlinien in der Zauberergemeinschaft aufrechtzuerhalten, und ein sehr effektiver Weg, dies zu tun, wäre, als Reinblüter unsterblich zu bleiben. Liegt es also daran, dass die Todesser von Voldemort im Dunkeln gelassen wurden, ohne zu wissen, was er erreicht hatte, oder war die Erschaffung eines Horcruxes einfach zu schwer? Das folgende Zitat von Voldemort deutet darauf hin, dass zumindest einige der Todesser irgendetwas über seine Taten wussten. Und dann frage ich mich, wie konnten sie nur glauben, dass ich nicht wieder auferstehen würde? Sie, die die Schritte kannten, die ich vor langer Zeit unternommen habe, um mich vor dem Tod zu bewahren. Nun, im Buch steht nicht explizit, welche Todesser es wussten, aber ich bin mir relativ sicher, dass er es nicht allen gesagt hat. Aber wenn er es einer gesagt hat, dann ja wohl Bellatrix Lestrange. Und wer wäre vor allem besser geeignet als Bellatrix, um ein Horcrux zu erschaffen? Ihre magischen Fähigkeiten waren mehr als beeindruckend, und sie galt weithin als eine der mächtigsten und gefährlichsten Hexen ihrer Zeit. Sie war eine furchterregende Reinbüterin, die der Familie Black entstammte, einer langen Reihe mächtiger Hexen und Zauberer. Noch wichtiger ist jedoch, dass Bellatrix Lestrange Lord Voldemorts treueste Anhängerin war. Aber um das noch hinzuzufügen, sie war sicherlich nicht nur eine Anhängerin. Bellatrix war besessen von Voldemort. Obwohl sie ihm zweifellos diente, wollte sie immer mehr. Sie wollte seine Königin sein, und sie wollte an seiner Seite über die magische und die Muggelwelt herrschen. Wie könnte man also besser dafür sorgen, dass sie für immer zusammen regieren können, als indem man sie einfach selbst unsterblich macht? In einem Interview spricht J.K. Rowling über die Intensität von Bellatrix Verliebtheit in ihren Meister. Das ist die Besessenheit ihres Lebens. Wir wissen außerdem durch das verfluchte Kind, dass Voldemort und Bellatrix schließlich ein Kind zeugen. Delphini. Delphinis Empfängnis fand irgendwann Mitte bis Ende der Jahre 1990 statt, und zwar im Geheimen, auf dem Malfoy-Anwesen. Das bedeutet, dass ihre Geburt mit den Ereignissen in den Originalbüchern zusammenfiel. Wir hatten nur nie einen richtigen Hinweis darauf. Ihre Geburt wurde von ihren Eltern geheim gehalten, weil sie befürchteten, dass ihr berüchtigter Ruf sie in Gefahr bringen würde, insbesondere im Falle ihres Todes. Wie und warum Bellatrix und Voldemort ein Kind zeugten, ist nicht bekannt, obwohl ich vermute, dass es sich eher um eine funktionale Zeugung handelte. Eine Möglichkeit für Voldemort, die Blutlinie seines Vorfahren Salazar Slytherin weiterzuführen.
Diese Tatsache hat die Verbindung zwischen Voldemort und Bellatrix nur noch verstärkt, was die Frage nur noch dringender macht: Warum hat Bellatrix eigentlich keinen eigenen Horcrux für sich erschaffen? Ich denke, dass Voldemort einigen seiner Hauptanhänger von Horcruxen erzählt hat, aber ich glaube nicht, dass er jemals zu sehr in die Details gegangen ist. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass er sich nie mit den Einzelheiten befasst hat, war nicht, um zu verbergen, dass Horcruxe existieren, sondern weil er nicht geglaubt hat, dass seine Anhänger stark genug sind, um es selber durchzuziehen. Die Herstellung eines Horcruxes ist angeblich einer der schwierigsten, extremsten und unbekanntesten magischen Prozesse, die in der Zaubererwelt bekannt sind. Wenn es selbst für jemanden wie Voldemort, einen der mächtigsten Zauberer aller Zeiten, schwierig war, wie können wir da vernünftigerweise erwarten, dass es den Todessern gelingen würde? Ich glaube einfach nicht, dass er das Vertrauen in sie hatte, das Ganze durchzuziehen. Warum sollte er seine Anhänger ermutigen und riskieren, sie an einen Prozess zu verlieren, von dem er wusste, dass sie nicht in der Lage waren, ihn zu bewältigen? J.K. Rowling beschrieb den Prozess der Horcrux-Erschaffung als gefährlich und höchst unratsam. Das ist eine zu gefährliche Sache. Hinzu kommt, dass Voldemort, obwohl er unfähig ist zu lieben, Bellatrix sehr wohl mochte. Warum sollte er ihr Leben riskieren? Seine aufrichtige Sorge um ihr Leben zeigte sich in der folgenden Passage, in der Bellatrix Tod beschrieben wird. Bellatrix hämisches Lächeln gefror, ihre Augen schienen sich zu wölben. Für den winzigen Augenblick wusste sie, was geschehen war, und dann stürzte sie, und die zuschauende Menge brüllte, und Voldemort schrie. Harry hatte das Gefühl, sich in Zeitlupe zu drehen. Er sah, wie McGonagall, Kingsley und Slughorn nach hinten geschleudert wurden und sich durch die Lüfte schlängelten, als Voldemorts Wut über den Sturz seines letzten, besten Anhängers mit der Wucht einer Bombe explodierte. Voldemort hob seinen Zauberstab und richtete ihn auf Molly Weasley. Und nein, er war nicht nur wütend, weil er seinen weiteren Soldaten verloren hatte, er war wirklich verärgert, dass Bellatrix weg war. Ich glaube sogar, dass Voldemort das Thema Horcruxe speziell in Bellatrix Gegenwart vermieden hat, damit sie nicht auf die Idee kommt, einen selber zu erschaffen. Voldemort wusste wahrscheinlich von Bellatrix Besessenheit von ihm und er wusste auch, dass sie alles dafür tun werde, wenn er ihr die Idee in den Kopf gesetzt hätte. Hätten Voldemort und die Todesser den Zaubererkrieg gewonnen und hätte Bellatrix überlebt, so denke ich, dass Voldemort vielleicht und nur vielleicht im weiteren Verlauf die Idee eingebracht hätte, sie in einer kontrollierten Umgebung einen erschaffen zu lassen. Auf diese Weise könnten sie sich Zeit lassen und besonders vorsichtig sein, um jedes Risiko zu minimieren. Und das war's auch wieder mit diesem Video und warum Bellatrix Lestrange keinen Horcrux erschaffen hat. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.